Ach, sieht aber schick aus hier. Ja, bin ja mal gespannt jetzt. The science of alchemy has as its grail two great projects. One is the synthesis of the elixir of life, that which would free mankind from all ills of the body. The other is an amalgam, purely scientific in nature, the creation of a homunculus, an artificial life. Both require as their central ingredient a red stone, known as the Philosopher's Stone. Ja, daran muss ich auch gerade denken. Passend. Wow, could that be? Vielleicht, man weiß es nicht. Here we shall briefly examine the life of Wolfgang Wagner, whose alchemical prowess was known throughout the region. Though born a farmer's son, he became the ward of wealthy kin after his prodigious intellect was recognized. Okay. He pursued studies in medicine and theology at university. Following this period, he seems to have made his living as an apothecary while pursuing the science of alchemy. However, what secured his lasting fame was no doubt the manner in which he met his end. Oh, okay. Amid rumors of his engagement in an experiment of great magnitude and duration, Dr. Wagner's house was shaken by a thunderous explosion. And the alchemist himself was never seen again. Okay. It is often said that a no more fitting end could have been imagined for a magus such as he. Oh, was wird das da? That sounds kind of suspicious. Here you are. Enjoy. Okay. Na, ich glaube nicht, dass der mir so bekommen wird, was auch immer das jetzt sein mag. Ich bin mir ja unsicher. Na, Ladezeit zum Tod. Sehr schön. Na. How are things going? Have you found anything out? That's an interesting book you have there. Hmm? You want to look at it? Please, don't shove that near me. Oh, okay. I don't like the symbol on the cover. What, this? You know, this pentagram kind of thing? Hmm. You're a little strange. Well, of course I am. Ja, allerdings. Okay. What? Like she's one of my ancestors? But you see, the digipad is drawn to that age because of the link. Whatever it is, please don't forget the red stone. I'm looking for it too, but I believe that you are the one who is fated to acquire it. Okay. Will be a step towards avoiding your own death as well. Okay. Und da ist er schon wieder weg. Hey, I need more. Ja, more gibt's nicht. This is a really one-sided kind of relationship. Ja, ein wenig. And the age this book talks about. What's the connection? What the? Oh, am I tired or something? Na, ich glaube, es ist nicht tired. Eher tödlich als tired. Tschüss. Ja, na gut. Rip und so, mal wieder. Ist ja nicht so, als wenn wir das nicht kennen würden. Du findest das witzig, ne? Du hast Spaß dran. You know what you died of? What? It was poisonous, probably from the sea gas. It uses the okay. of a type of sea slug as the basic raw material. You can control the rapidity of the effect and the intensity of symptoms by how you blend it. I'd say that was the culprit, but you'll need to look into the details yourself. Okay. The library. Oops. I guess it's the Artemis one now. See you. Ach Gott, oh Gott. Ja, das wird kompliziert, dieses Kapitel. What does that mean? Okay.
Ja, daran kann ich mich noch erinnern. Das ist nämlich tatsächlich jetzt mal ein bisschen komplexer. Da müssen wir nämlich einiges jetzt hier rumfuschen. Okay, ja, wir können in der Zeit reisen. Das ist schon mal gut. Ja, da ich eh nicht viel machen kann, würde ich sagen, machen wir genau das jetzt mal eben. Wir reisen mal eben in der Zeit erstmal. Nee, nicht mit der Bratpfanne. Das ist wohl eher wenig hilfreich. 1902 ist richtig. 4 Jahre sind vergangen, seitdem ich das erste Mal hier war. Was? 1584 ist das jetzt. 1580 war es das erste Mal? Weiß ich gar nicht. Irgendwie ändern die Zeiten sich ja auch. Ja gut, wir gehen mal dahin. Oh, das wird interessant. Da darf ich jetzt ordentlich in der Zeit rumfuschen. Das weiß ich noch. Na, schauen wir mal, ob das alles so hinhaut. Gucken wir mal, gucken wir mal. Wir schaffen das schon. Das wird auf jeden Fall etwas komplexer hier. So, da sind wir wieder. Gab es hier nicht Energie? Ja, dann füllen wir uns doch direkt mal die eben wieder auf. Hallo? Danke. Wusch. So, dann, ja, gehe ich mal straight hier nach oben. Wo wir ja jemanden geraten haben, ein Museum zu eröffnen. Und genau das ist nämlich der springende Punkt. Ach, guck mal. Guck mal, wen wir da haben. Hallo. Guten Tag, die Herren. Hi. He's been procrastinating like this for a while. Talk it over with him, will you? Decide what to do with this place. I mean, really. Mhm. Ja. Guter Plan. So, jetzt muss ich mit ihm mal reden. Hallo. I'm still not sure, you see. You don't want to turn it into a museum? Well, I thought about that, but I've got a lot of books, too. A library wouldn't be a bad idea either, don't you agree? Hm. Ja. Nein, nein, eine Bibliothek wäre tatsächlich viel besser. Die brauchen wir nämlich gerade. Okay, you've helped me make up my mind. A library it is. Okay. Man könnte ja fast denken, dass ich anscheinend gut daran bin, Leute zu beeinflussen. Lalalala. So, Ladies, ich muss mal wieder gehen. Gehen wir mal. Museum oder Punkt, 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 ja. So, der junge Herr Eckhart war hier. Muss ich da hin? Machen wir das mal. Ich weiß nicht, ob ich zu der Zeit da reinkomme. Vielleicht war das jetzt auch die falsche Zeit. Das werden wir gleich feststellen, würde ich sagen. Naja, gucken wir mal. Wir finden es jetzt gleich raus. So, 1979, da wären wir. Willkommen in den 80ern. Naja, fast. Wuff, da sind wir. Okay, darf ich da rein? Ich hoffe mal. Ist jetzt geschlossen. Na super, anscheinend nicht. Verdammt. Okay, es ist aber schon eine Bücherei. Das ist ja immerhin etwas. Ach, ich sehe gerade die Uhrzeit. Das ist ja auch viel zu früh. Ich guck mal ganz kurz, ob hier noch Energie lag. Ich möchte jetzt nicht ungern... da eine verschwendet haben. Lag hier was? Na, Mist. Natürlich nicht. Das wäre ja jetzt auch zu simpel gewesen. Wo war denn hier gerade eine? Ach, hier liegt direkt eine. Das ist schön. Dann nehmen wir die mit. So, nimm die Energie. Danke. Ja, ich spare mir den Rest. Digipad und die nächste Zeit bitte. Gehen wir mal dahin. Dann müsste es ja fertig sein. 21:15? Habe ich die Uhrzeit richtig gesehen jetzt? Boah, ob ich um die Uhrzeit da reinkomme? Das ist ja ein bisschen absurd. Naja, gut, wir müssen es mal versuchen. Meine Fresse, Ladezeiten, komm schon. Ja, Viertel nach neun abends in der Bücherei. Na gut, ist ja hier Öffnungszeiten Deluxe oder so, keine Ahnung. So, ach süß, das alte Ehepärchen steht da vorne auch noch rum. Na gut, so, ich laufe mal an euch vorbei, wenn es recht ist.
Guten Tag, Wiedersehen. Ach, hier liegt Energie. Das ist schön. Den nehmen wir mal mit. Wenn ich sie treffe. So. Na gut, das hätten wir. So, Museumsdings. Nee, nicht da runter. Da vorne müsste das sein, oder? Ach, da ist auch noch mal Energie. Ja, die nehmen wir auch mit. Komm. Mehr Energie ist super. Mal eben rein aus Neugierde. Hallo. Guten Tag. Hi. Why can't I produce a hit? I mean, really. Ich weiß nicht. Ja, der arme Filmemacher ist immer noch ganz deprimiert. Das tut mir auch ein bisschen leid. Aber dem kann ich wohl gerade nicht helfen. Ich mag ja diese kleinen Schicksale hier. So, dann gehen wir mal da rein. Darf ich hier rein? Oh, die Öffnungszeiten sind ja hier... Herrlich sind die ja hier. So, wir haben eine Bücherei. Ach, guck mal, da leuchtet auch was. Wie passend. Hallo. Ich würde gerne ein Buch lesen. Guten Tag. Ah, na, direkt das Richtige gefunden. Das Gift des Seehasen. Der weibliche Seehase ist sehr giftig. Dem Tod entkommt man nur mit dem Gegenmittel. Der Vergiftete überlebt nur so viele Tage, wie der Seehase alt ist, dem das Gift entnommen wurde. Nach Ablauf dieser Tage stirbt der Vergiftete sofort. Das beste Gegenmittel wird aus dem männlichen Seehasen gewonnen. Wenn es sofort nach Einsetzen der Vergiftung eingenommen... werden die Heilkräfte schnell spürbar, okay? Wie auch immer, dieses Gift existiert in der heutigen Zeit nicht mehr. Deshalb können wir die Wirkung dieses Gegenmittels nicht mehr ergründen. Verstehe. Ja, okay, ich hab's verstanden. Ja, dann sind wir hier eigentlich fertig. Hallo, kann ich hier nicht durch? Ah, jetzt doch, okay. Das ist ja irgendwie jetzt cool, jetzt hängen nicht mehr viele Gemälde. Achso, aber hier, der Rest ist wie immer, oder was? Ist nur da vorne die Bücherei, oder was wollt ihr mir jetzt erzählen? Das ist ja wirsch. Verrückt. Ich hätte damit gerechnet, dass es ein bisschen mehr nach Bücherei aussieht. Naja, gut. Komm, dann gehen wir mal wieder raus. Ja, dann würde ich sagen, einmal ganz, ganz weit in die Vergangenheit, oder? Das macht Sinn. Was? Wir sind vergangen, seitdem ich erstmal hier war. Ja, genau, da muss ich nämlich eh hin. Das passt. Super. Hervorragend. Zurück in die Zukunft oder so ein Mist. Machen wir das mal. Wusch. Ich mag das immer, wenn man so verschwindet. Irgendwie ist der Effekt cool gemacht, ich weiß auch nicht. Also für so ein super altes Spiel sieht das halt ganz nett aus, finde ich. So, 1584. Dann wollen wir nochmal gucken. Ach, na sieh an, eine hübsche Szene gibt's auch dazu. Come to think of it, she said her father did research. Mhm. He may be this Dr. Wagner. They may have some sort of a link to me. Ja. Oh, ich fürchte, wir haben ein Problem. No, no, it's too dangerous. Don't get too near that house. Mhm. Warum nicht? What with him dabbling in all that science? It's no wonder. Ach Gott, oh Gott. Ahahaha. Ja, dich bestrafe ich auch noch irgendwann. Is this Dr. Wagner's house? Oh, so you knew him, did you? Well, anyway, you best not stick your nose in, or you'll be cursed too. See if you don't. Ahaha, ja, schleich dich, oh Gott, oh Gott. Gott, alte Schrapnelle, hinfort mit dir. So, this was Dr. Wagner's place. Ja, war im wahrsten Sinne des Wortes. Da steht nicht mehr viel. Tja, dumm gelaufen, ha? Das sieht doch nicht so aus, als wenn wir da reinkommen. Hi. Was habt ihr immer gegen mich, ihr kleinen Hundis hier, ha? Was habt ihr eigentlich? Was habe ich euch getan? Na gut, ja, jetzt haben wir jetzt ja nicht viele Möglichkeiten.
außer diese Energie mitzunehmen. Nimm die Energie, jawohl. Mach ich. Moment, ich guck mal eben auf die Karte. Butcher. Metzger. Na, womit kann man einen Hund ablenken? Versuchen wir mal unser Glück, oder? Guten Tag. Bist du nicht der Junge von ihm? Ach nee, du warst der, der beim Gutsherrn war. Okay. Lalalala, ich habe nichts gesagt. Da muss ich nicht rein. Kann ich mir zumindest nicht vorstellen. Wo ist denn der Butcher? Ist der nicht hier irgendwo? Bin ich hier richtig? Butcher. In der Tat. Cool. Mein Gott, ich kenne mich an dieser Stadt hier schon fast richtig aus. Guten Tag. What? Looking for meat? Hey, you're kind of cute. I'll tell you what. You can have the scrap meat over there for free. Oh. Nimm die Scheibe Fleisch. Okay, ja, danke. Ach, das ist ja super lieb. Vielen Dank. Cool. Das war jetzt so einfach, damit habe ich nicht gerechnet. Ich lasse jetzt im Inventar einfach. Vielleicht gebe ich es einem Hund. Ja, gute Idee. Kannst du auch selber essen? Nein. Lieber nicht. Das machen wir mal nicht. Questgegenstände selber verputzen ist ein bisschen doof, finde ich. Kann man eigentlich hier zwischen manchmal Sachen finden? Nee, ne? Nein, das wäre zu simpel. Das wäre zu simpel. Oh, ich sehe da rechts noch was. Sehe ich es recht? Ja. Ach, ich mag ja mein verwirrtes Rumlaufen. Ich finde immer eine Menge Scheiß damit. Das ist toll. So, Hundi. Hundi, hallo. So, machen wir das mal. Guck mal, Fleisch. Na, reicht so? Ja, vollgefuttert gehst du freiwillig weiter. Das ist lieb. So ist fein. Braver Hund. Dann wollen wir mal gucken, ob wir hier die Reste ein bisschen durchstöbern können. Ah, ich weiß nicht, ob mit bis hier... Wow, es zischt noch. Ach, was ist denn da los? Hi. You. Why are you here? Frag ich mich auch gerade. Was? Das kapiere ich jetzt nicht. Das verwirrt mich jetzt. Okay, Moment, da darf ich nicht hin. Hier ist irgendwas. Was haben wir denn da? Hä? Nimm den Laborschlüssel. Okay, kann ich da jetzt nicht einfach runter? Achso, doch, kann ich anscheinend schon. Haha, Energie, hi. Nehme ich, danke. Kann ich hier irgendwas machen sonst noch? Nee, das ist eindeutig alles im Eimer. Okay. Also zumindest sehe ich hier sonst nichts. Na gut, so, lass uns das mal verwenden. Ach, na guck mal. So, da waren wir. Ich habe ein ungutes Gefühl, ja, irgendwie zurecht. Das ist... Moment, Zeitangabe ist was? 13.8, 15.84. 24.5, 15.82. Okay, 2 Jahre vorher. Herr Vater verkauft die Medizin. Ich werde ihn wegen des Gegenmittels fragen. Ja, okay, cool. Dann machen wir das mal. Das läuft ja gerade hier doch flotter, als ich dachte. Oder befürchtet habe, besser gesagt. So, während der Ladezeit, ich trinke mal gerade kurz einen kleinen Schluck. Ach so. Schnee, Regen, irgendwas, keine Ahnung. So, wo bin ich denn hier? Gibt's hier auch Energie? Kann ich die direkt mitnehmen? Ah, ist ja wunderbar. Danke. Na, guck mal, eine fast volle Leiste wieder. So, das Haus steht noch. Perfekt, dann gehen wir da mal rein. Mal gucken, vielleicht kriegen wir das Kapitel ja sogar relativ schnell zu Ende. Das wäre ja mal cool. So, anscheinend kann ich hier runter. Ja, blubber, blubber. Ich glaube, da wird fleißig gearbeitet. Ach, na, Hallöchen. Hallo.
Ich störe ungern bei der Arbeit. Guten Tag. Nee, nicht so ganz. Hi. How did you get in here?